Aktionäre und Investoren sollen in die Röhre schauen. Hallo und priviert aus Kaliningrad. Für den Fall, dass das Projekt Nord Stream 2 nicht in Nutzung überführt wird, wird es keine Entschädigungszahlungen geben. So der Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland, Robert Habeck. Deutschland wird es ablehnen, Entschädigungen für den Fall zu zahlen, dass die Gasleitung Nord Stream 2 nicht in Nutzung überführt wird. Und die Entscheidungsgrundlage hierfür ist, dass die Gasleitung nicht den europäischen Normen entspricht. Russische Medien zitieren Habeck aus einem Interview mit dem deutschen Journal Spiegel. Ob die an diesem Projekt interessierten Personen, Organisationen und Firmen sich mit der Ansicht des Vizekanzlers zufrieden geben, bleibt abzuwarten. Anspruch auf Entschädigung würden wohl nur die Investoren geltend machen können, die real Geld in den Bau dieser Leitung investiert haben. Zu den Investoren gehören Engie aus Frankreich, OVM aus Österreich, Shell aus England und den Niederlanden, Uniper und DEA aus Deutschland. Einziger Aktionär des Projektes ist Gazprom. Hier wäre theoretisch die Formulierung von Ansprüchen aus entgangenen Umsätzen und Gewinnen möglich. Da für die Gasmengen, die eigentlich durch diese Leitung strömen sollten, bereits andere Abnehmer in Bereitschaft stehen, bleibt abzuwarten, ob sich Gazprom den Mühen gerichtlicher Auseinandersetzungen mit Deutschland unterziehen wird. Der stellvertretende Leiter der Stiftung für nationale Energiesicherheit, Alexei Grivatsch, kommentierte, dass Herr Habeck erst wenige Tage im Amt ist. Somit ist es verständlich, dass ihm wohl einiges an Erfahrung fehlt, um bestimmte Dinge etwas vorsichtiger zu formulieren. Sollte das Projekt unter irgendwelchen ausgedachten Gründen blockiert werden, so wird es gerichtliche Schritte geben. Einige dieser Schritte sind bereits parallel zum Prozess der Zertifizierung eingeleitet worden. Somit kann es durchaus möglich sein, dass es eine Entscheidung gibt, die Aufwendungen der Investoren zu kompensieren. So Grivatsch. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gehen alle beteiligten Seiten davon aus, dass eine Zertifizierung und somit Inbetriebnahme frühestens im Herbst 2022 erfolgt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss und Pakao aus Kaliningrad.